Der FCB begleitet mich schon mein ganzes Leben. Mein Papi hat mich zuerst mal mitgenommen. Da war ich noch so klein, gewesen, dass ich mich gar nicht bewusst daran erinnern kann. Es ist wie so, als würde jemand also die ganze Zeit festheben. Eine richtig fette Umarmung und du kannst mit ihm über alles reden, du kannst überall mit ihm hingehen und die Person macht dir eine riesige Freude. Der FCB hat schöne Farben und wir wünschen viel Spass. Wir wünschen allen viel Spass und Glück und dass ihr wieder ein Tor schießt. Und dass ihr immer wieder ein Tor schießt. Ich bin nämlich schon Fan seit vielen Jahren wegen meiner Familie und komme für jedes Spiel, das ich kann. Vom Kanton Graubünden bis hierher, also fast 3 Stunden. Ich konnte mit meinem Papi ins Stadion, jetzt gehe ich mit den eigenen Kindern. Die ganze Familie ein riesen FCB-Fan. Zusammen sein, zusammen feiern, zusammen toll haben. Leute treffen, wo man vielleicht unter dem Jahr, unter der Woche gar nicht so viel Zeit hat gesehen. Gemeinsame Zeit mit Freunden, einfach der FCB begleitet mich ein bisschen auf. Er Ägypter, ich von Rheinfelden, rot-blau über alles. Ja, der FCB ist mein Herzensverein. Besonders Schein und Regen, ich stand hinter dem FCB. Und FCB ist für mich einfach für mich das Leben, weil ich schaue eigentlich fast jeden Match und es ist voll toll. Und für mich bedeutet FC Basel alles. Hopp FCB! Kannst du den Hut jetzt von mir? Nein! Ja. Ah, pardon, Entschuldigung. Ja, das einzige Ding. Ich wünsche dem FCB, dass man weiterhin so leidenschaftlich spielen wird, sondern Celestini am letztlich mal wieder Meister werden. Jawohl. Dass man wieder so eine Auswärtsfahrt wie gegen Fiorentina machen kann. Ich bin ein Ricky von Wolfswinkel-Fan. Ich würde mich freuen, wenn die FCB-Spieler oder auch Spielerinnen mal an unser Stadion kommen von FCB Dream Team Rot-Blau. Das wäre mir cool. Ich wünsche mir, dass die FC Basel Frauen Meister werden. Ich wünsche mir, dass sie so viel Polizei vor dem Stadion hat. Das war es auch schon wieder gesehen. Dass sie immer gut shooten und das Beste geben für uns Fans. Dass wir, egal wo wir spielen nächstes Jahr, Nazi A, Nazi B, immer noch so viele Leute im Stadion haben wie jetzt. Es ist schön, dass man wieder ein bisschen bescheiden sein kann und Freude haben, auch einen kleinen Erfolg. So kommen dann die Grossen auch wieder. Und dass wir endlich mal rauskommen dort aus diesem Loch. F wie Fauxpas Figol. C wie Celestini, der total durchstartet. Und B wie Bierchen trinken. Bierchen trinken, dann gut. Mittelfristig wieder der Meistertitel. 2027, 10 Jahre nach dem letzten, wäre ein guter Stichwert oder Richtwert. Wir hoffen, dass es bergauf geht. Wir sind überzeugt, dass wir es schaffen noch diese Saison. Nächstes Jahr viel Goals. Dann ein paar Punkte, dass er wieder auf die Erfolgsspur kommt. Und wenn es dann genug sind, wenn wir dann in der oberen Tabellenhälfte mitmachen könnten, steigen wir zumindest mal nicht ab. Dass wir bald in wenigen Jahren wieder auf dem Bauch, ich kann sagen, am meisten 4. Ja. 4. Und dass wir einfach mal unser Leben können feiern für den FCB. Ein Meister 4! Woo! Go FCB! Go! Was soll uns sonst anders wünschen, außer dass Basel Meister wird? Hallo? Wir hoffen uns, dass der FC Basel nicht absteigt und weiterkämpft, damit sie oben bleiben. Und wir wünschen ihm, dass er für die Stadt und für die Menschen in dieser Region immer wird wichtig sein. Ich hoffe, die gewinnen schon, wie er gesagt hat, das Cup. Und alle bleiben gesund. Toi, toi, toi. Mehr Sonnentage anstatt Regen. Und eine schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, gutes Neues. Merci vielmals. Es ist kalt. Schöne Weihnachten und ein gutes Neues wünsche ich euch allen.